Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Dracokanto. Okay, läuft noch nicht so stabil wieder, aber gut, das ist halt Pixelmon, braucht Ewigkeiten zum Laden. Weil Java halt einfach schlecht ist, aber gut. Okay. So schlimm ist es nicht, aber einfach viel zu langsam für so also anforderliche Mods. Ja, kann man nichts machen. Wir sammeln jetzt einfach mal ein paar Sach-Items ein, um sie in einer Kiste zu haben. Und zwar alles Holziges, alles was für Holz zuständig ist. Aber ich sehe jetzt den Unterschied zwischen den verschiedenen Setzlingen auch nicht und anderen Pflanzen. Holz, 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 Holz. Ja. Und dann hier runter. Und dann können wir gleich wieder in eine Dimension gehen, weil wir noch nicht fertig sind mit dem Sammeln von ja, den Rohstoffen. Wir müssen ja auch Pokébälle herstellen können und so weiter. Deshalb müssen wir meinen. Und meinen zu meinen ist meinen. Finde ich meinen schön. So. Ein tolles Wortspiel. Ja, es lebt immer noch kurz ein bisschen. Leider Voltilams hier, aber die kann man nicht besiegen mit so einem schlechten Kanimani. Also, weil es auch schlecht vom Typen her ist. Ah, sind vier. Okay. Hab mich versehen. Okay, wir müssen meinen, deshalb Spitzhacken machen. Wir wollen jetzt unbedingt eine Dia-Spitzhacke haben, so schnell wie möglich. Deshalb machen wir hier noch. Und täglich wird man wieder gestört. Ja. Aber nicht schlimm. Einfach nur mein Service. Weil ich schon sehr viel mache für meinen Vater. Macht er natürlich auch gerne etwas für mich. Ist er dann einfach im Weg während der Aufnahme? Na, laden Sie. Ja, laden Sie ein bisschen besser. Haben wir irgendwo schon runtergebaut? Nein. Okay. Wir könnten ja. Okay. Ist verzögert. Einfach mal hier ein bisschen anpflanzen. Dann direkt, denke ich mal, hier runter. Was am niedrigsten ist zum Beispiel. Hier runter fuddeln. Dann haben wir hoffentlich auch relativ eine gute Zone, wo wir viel finden. Ja, mit Granit möchte ich gerne etwas bauen. Also, es gibt halt nicht so viele spezielle Designs für Bauernhöfe mit Granit, aber werden ja dann sehen. Also schön runter, wir sind auf Ebene 51. Ja. Es kommt halt einfach momentan gerade ein bisschen die schlechte Arbeit, also das Meinen, dass man halt immer wieder wiederholen muss. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass man irgendwie etwas Spezielles hat, also mal keine Dias findet, mal Dias findet zum Beispiel. Vielleicht einen Stollen, aber ich glaube eher, dass hier nicht Stollen gibt. Vielleicht gibt es sogar mehr Stollen. Man weiß es noch nicht. Also es ist wirklich unbekannt. Es ist sogar spezieller natürlich als in einer Vanilla-Welt, in einer Normalwelt. Also es könnte doch, ja, toll sein oder nicht so toll. Vielleicht könnten mehr Diamanten sein oder weniger. Irgendwas wird schon sein. Also irgendwas anderes wird schon sein, außer das Granit natürlich. Deshalb lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf eine gute Ladung. Dias oder so. Dann können wir schneller etwas anderes machen. Jo. Und das zeige ich nur einmal, das meinen. Also das muss ich jetzt wirklich in einem Projekt, was nicht übers Survival geht, muss ich das nicht machen, zeigen. Außer vielleicht im Livestream ist natürlich. Dann gerne, dann habe ich natürlich auch mehr Lust zu meinen. Und wenn es euch zu langweilig ist, dann überspringt einfach ein paar Minuten oder so. Ich werde, denke ich mal, nie recht lang meinen. Ich bin ja trotzdem einer, der auch meinen nicht mag.
Da muss endlich mal etwas passieren, dass es ein bisschen spannender wird. Von Vanilla aus und nicht von Mods. Aber die machen ja lieber Nether, irgendwie ganz seltene Biome, die kein Arsch zu Gesicht bekommt. Und deshalb, ja, ich sehe halt einfach ein bisschen schlecht um Vanilla. Es müssen wirklich jetzt langsam auch wieder bessere Mods erscheinen, aber zum Beispiel Pixelmon macht ja vorwärts. Also die haben jetzt zwei Patches dieses Jahr schon rausgebracht und jetzt ist April erst. Ich denke, die machen schon echt vorwärts. Müssen noch ein bisschen schneller alles machen, aber gut. Ich denke, ja, dass ich wirklich lange an Pixelmon, an diesem Projekt hängen bleiben möchte, werde. Und wir werden ja mal sehen, was so geschieht mit dem Projekt. Weil abbrechen werde ich das nie. Das ist jetzt eigentlich mein Hauptprojekt, wieso kommen ja auch keine Snapshots gerade. Weil ich so beschäftigt bin. Aber eigentlich könnte ich nachher noch ein Snapshot-Video aufnehmen. Genau, mache ich auch. Weil, ja, das will ich natürlich nicht aufhören geben. Ich möchte die verschiedenen Patches auch zeigen und sehen, was denn auch in Vanilla gemacht wird. Das ist einfach mein Privileg, mein, ja. Ich bin ein Entwickler sozusagen schon fast, oder einfach ein Beta-Tester. Mir nimmt es Wunder, und wieso nicht Videos darüber machen, wenn es mir doch schon Wunder nimmt. Jo, da haben wir ein paar Rubine, die einfach falsch gespawnt wurden. Also zuvor generiert wurden wahrscheinlich. Okay, 6 Stück. Recht viele. Das ist von Pixelmon, das hat gar nichts zu tun mit dieser Höhle. Die ist von aktuelle Editions. Man sieht kaum etwas, es ist einfach wie zu dunkel. Habe ich eigentlich die, denke ich, habe ich sicher Helligkeit? Ja, die habe ich schon ganz oben, sogar bei 83. Trotzdem ist es echt dunkel. Macht das einen Mod? Ich weiß nicht. Aber das sieht auch realistischer aus. Also, ja, ich denke, es macht einer der Lichtmods, dass es so dunkel ist im Hintergrund, also abseits von den Fackeln. Okay, da haben wir noch eine Rubin, ja, mehrere Rubine halt aneinander. 12, ja, 6. 6 Rubine waren das. Oh, ich falle trotzdem runter, wollte eigentlich hüpfen, aber falle trotzdem runter. Na gut, aber eine Schlucht ist eigentlich süß aus Granit. Das hat irgendwas. Für mich ist Granit ein Alter, also ein Frauenstein von alten Frauen. So wie ich das jetzt eigentlich bei meiner Großmutter gesehen habe, tragen das gerne Frauen als Steine oder so. Und deshalb fühle ich mich jetzt gerade so alt. Also wirklich Ringe oder so mit einem dieser Steine drin. Ist scheinbar sehr angesagt gewesen. Dass meine Großmutter das auch gerne getragen hat. Granit ist natürlich schon ein schöner Stein. War mein Luxusstein. Damals waren ja die Kamine aus Granit und so. In der Schweiz. Ich weiß nicht, ob euch bekannt vorkommt, wenn ihr nicht aus der Schweiz seid. Aber es gab immer so. Ja, echt große Bänke. Nannte man Couches. Couches. Und sie waren einfach, ja, Sofas, die gewärmt haben. Das ist ein Ofen, ein richtiger Ofen sozusagen. Die einfach, ja, warm gehalten hat uns im Winter, damals ohne Elektroheizung und alles Mögliche. Was dann natürlich schon kalt und dann sind wir da drauf gewesen und haben ferngeschaut, damit wir warm gehabt haben. Und ja, sind dann auch manchmal eingeschlafen. Und Couch heißt ja eigentlich auch das Teil, also ja, das Sofa heißt ja auch Couch. In bestimmten Teilen. Schweiz oder Österreich, denke ich mal noch. Einfach im Süden. Okay, wir haben einen Diamanten. Sehr schön.
Also es waren richtige Monster. Also ja, es war mega Handarbeit, die herzustellen und hinzustellen. Und dann war der ganze Raum schon bedeckt vor lauter Sitzangelegenheit, die wärmt. Und ja, wir haben einen Diamanten gefunden. Wow. Ja, wirklich nur einen einzigen Diamanten. Schön. Der eine Diamant. Jetzt muss ich kurz etwas trinken. Ich schon am Verdursten bin, jetzt nach Hause gekommen bin, echt weit gejoggt bin und ja, ich da Parkour gemacht habe, mich recht bewegt habe. Und jetzt endlich mal trinken. Oh. Weil alles war leer. Kein Tee mehr. Ah, das ist gut. Noch eiskalt, sehr schön. Ja, viele merken gar nicht, wie ich mich manchmal bemühe, um ein Fußballprofi zu werden. Bei mir geht es nicht nur um, ja, ich werde jetzt Fußballprofi. Und ich werde es nicht, weil ich zu wenig Talent habe oder so. Ich habe zwar schon ein bisschen wenig Talent, aber ich mache wenigstens etwas dagegen, dass ich ein Talent werde. Und das macht natürlich schon extrem müde immer. Also nicht wundern, wenn mal weniger Videos kommen oder gar keine pro Tag. Aber was ich leisten muss und dann noch eben aufnehmen und alles, ist schon gewaltig. Nur zur Info, dass ich nicht gerade sehr wach mich fühle. Und trotzdem gebe ich mir noch sehr viel Mühe, auch sympathisch zu wirken, locker zu wirken und alles Mögliche. Ich arbeite. Und das ist natürlich schon echt heftig schwer. Also alles, den ganzen Tag so mit extremen Eindrücken und ja, Bewegungen zu füllen, dass man einfach sehr schwer arbeitet pro Tag. Ist nicht leicht und ja, ihr werdet es wahrscheinlich auch selber merken, wenn ihr mal einen Tag mehr macht als sonst. Ihr habt dann mega Schmerzen und die Gelenke sind übertreten. Wirklich das Gelenk gar nicht mehr benutzen könnt und so weiter. Ja, wir gehen nicht hoch, wir gehen runter. Bis wieder auf 12. Aua, nicht immer dort runterfahren, wo ich Schaden bekomme. So weit runter. Hier. Auf 10 meine ich. So, es zählt nicht richtig. Bisschen gedauert, bis 12 angezeigt worden ist. So, die Erde brauchen wir später. Deshalb Erde immer mitnehmen. Aber wir haben jetzt noch nicht so viel, 30 Erde. Wir werden dann sehen, wieso wir die Erde brauchen. Wir müssen natürlich auch ein paar Zuchtsachen machen, unterirdisch. Aprikos. Und noch halt einfach Pflanzen. Weil wir werden ja auch bald Hunger erleiden müssen. Weil wir in der Farm dann eigentlich immer wieder Survival machen mit Easy. Am Anfang. Und in der Pixelwelt, also in der normalen Welt mit Pixelmon natürlich auf Peaceful. Das ist klar. Aber das wir immer wieder umstellen. Weil ich vermisse schon ein bisschen das wirkliche Hungersystem und so. Auch wenn es nervt. Aber ich möchte schon ein bisschen Monster haben noch für den Loot vor allem. Aber das geht noch einige Zeit. Wir müssen zuerst ein Schwert haben, einen Bogen und vielleicht noch eine Rüstung verzaubert. Dann geht's. Genau. Ja, es kommen bald ja Livestreams von Pixelmon, aber es ist noch ein bisschen zu früh, wir können noch so wenig machen. Und sonst wäre der Livestream voller Grinding und das ist natürlich auch nicht so toll. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht in welche Richtung, also wir booten jetzt einfach quer durch. Das Anfang war, oder? Sollte vielleicht auf der Map schauen. Ja, es ist die gleiche Richtung, aber wahrscheinlich. Ja.
gehen jetzt einfach nach rechts, damit die das haben. Aber es ist sehr toll, dass man die Erze direkt sieht, weil sie grau sind. Das macht alles noch ein bisschen einfacher. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Wir wollen lieber breit meinen als Ding. Aber das ist schön, dass hier auch anders sieht es. So, jetzt gehen wir. Jetzt ist genau hier hinten dran Diamanten, aber gut. Nee, die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ gering. Nicht zu viel meinen, eher wenig meinen. Seid ihr wieder süchtig? Das wollen wir ja nicht. Ja, ich hätte schon gerne, dass es einen Server davon gibt, aber die Server sind so überlastet, das hat Shenix mir gesagt. Der hat lange Zeit Pixelmon-Server gemacht. Ich zwar auch, aber ich habe damals noch nicht Schwierigkeiten gehabt. Also ich war viel früher als er im Pixelmon-Server, so für 2014 oder so. Und da war der Pixelmon-Mod noch nicht so mega überfordert. Und deshalb, ja, sage ich jetzt einfach, momentan geht es nicht mit einem Server, würde es gerne machen. Aber, ja, ihr seht's. Es macht nämlich sehr viel Spaß, Leuten zuzusehen, wie sie sich auch Mühe geben. Auch wirklich Freude daran haben. Und ja, wir müssen leider schon wieder hoch dann. Wir haben leider, ja, noch kein... Du, ich tue jetzt mal kurz, ja, cheaten, hä? Teleportieren, weil ich möchte jetzt nicht noch rüber bauen hier, dann finden wir wieder Diamanten. Und ja, gut, machen wir das noch, aber wirklich nicht viele Sachen abbauen. Also Lapis Lazuli jetzt gerade nicht. Ja, bald. Es gehen noch ein paar Meter. Ja, toll. Jetzt müssen wir. So. Ja, immer falsch platzieren. Ich habe so viel Spaß. Ich könnte jetzt noch zwei oder drei Parts aufnehmen. So viel Spaß. Nur muss ich das immer hochladen, damit die aktuell bleibt. Jetzt habt ihr wirklich nichts Aktuelles zu sehen. Na, jetzt muss ich das Granit. Aber wir haben schon viel zu viel Granit gesammelt. Jetzt muss ich das liegen lassen. Tut mir leid, liebes Granit, aber du bist halt einfach nicht gerade so selten, dass ich sagen würde, ja, ich nehm's mit. Ich nehm dich mit. Ja, ich nehm dich eher nicht mit. So, und jetzt müssen wir uns irgendwo hochbauen. Ja, hier werde ich hoch teleportieren. Also dann ist es auf der anderen Seite, wo wir runtergegangen sind. Gut. Ja. Also jetzt muss ich leider hoch. Aber hier runter muss ich auch einen Punkt machen. Mine ist hellgrün. So. Ändern. Machen wir das lieber grau. Damit wir wissen, das ist ein Minenspot. So, ich muss leider das Buch ein bisschen befreien vom Schnee. Oh je. Yeah. Sonst finden wir das nie mehr. Also Rucksack und solche Bücherstände machen, ist das Wichtigste. So, und die Bäume wachsen irgendwie nicht. Wir haben noch kein Bett, das können wir eigentlich auch machen. So, ich mache jetzt hier mal alle Erze rein. So, und hier alle Steine. Leider für das am meisten gebraucht am wenigsten Platz, weil ja, wir haben jetzt hier wirklich alles noch Mist drin. Wirklichen Mist. Hier ist die Wolle. Lieber kurz noch ein Bett machen. Oder direkt ein Bett. Und einen Schlafsack. Den nehmen wir immer mit. Und das Bett tun wir hier hinstellen. Jetzt gleich mal hier. So hin. Spawn.z. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Eisen zu schmelzen. Und ich weiß nicht, was sonst noch
Aber jetzt schauen wir mal nach Backpack. Iron Backpacks. Leder, Wolle, Truhe. Schere ist dabei. Schafe sind irgendwo. Jetzt können wir gleich mal noch heilen, genau. Ah, hier sind Schafe. Wir müssen Schafe wahrscheinlich züchten, weil wir sehr viel Wolle herstellen müssen für Gebäude. Also ich möchte gerne schon ein bisschen Pokémon-ähnliche, also farbige Gebäude bauen, aber sie sehr gut schmücken, dass ich ja die Wolle eigentlich so ein bisschen kombiniere mit anderer Wolle oder mit anderen Edelsteinen, Baumaterial, nee, nicht Edelsteine. Und dadurch einen richtigen neuen Touch verleihe der Welt, als man es kennt als Pokémon. Aber trotzdem relativ, ja, wie soll man sagen, man sieht es, dass Pokémon ist, aber man sieht es nicht, dass es eine andere Welt ist. Eine wirklich einzigartige Welt. Und dafür habe ich einfach am meisten Lust, wirklich etwas sehr Spezielles zu machen, etwas Neues, als jetzt einfach ein Konto zu kopieren zum Beispiel. Deshalb suche ich viele Namen. Anfangsdorf, also ein Käferdorf. Und dann irgendwann mal auch ein Holzfällerdorf und so. Und dann auch von Trainern, die ihr sein könntet, wenn ihr Lust habt. Also wenn ihr Lust habt, der erste Trainer im Spiel zu sein, dann ab in die Kommentare. Weil ich möchte gerne euch als NPCs haben. Oder Leute, die ihr kennt. So, da haben wir noch Kühe, gut. Hier haben wir eine Kuh. Die Kuh des Mu, des bösen Mu-Gottes. Ja. Dann haben wir hier noch eine Pflanze, die ich mitnehmen möchte, brauche. Hier auch. Ist das hier da? Sieht irgendwie lustig aus, ich nehme es mit. Das nehmen wir auch mit. Ja, jetzt gehen wir wieder in die falsche Richtung ab. Hier hat es viele Schafe, das ist sehr gut. So. Ja, ich nehme die Rosen jetzt mal nicht mit, weil die so nah am Haus sind. So, leider mehr Kühe. Spawnen irgendwie zu viele Tiere. Das liegt wahrscheinlich an Pixelmon, dass die die Spawnrate ein bisschen verändert haben. Das kann ich, glaube ich, nicht umstellen. Also wenn ich jetzt auch Pixelmon mehr mache, dann spawnen auch mehr Kühe und so. Einfach nicht wundern, es geht ja in diesem Projekt eigentlich nicht ums Überleben, sondern echt ums ja, Bauen und Trainieren von Pokémon. Deshalb habe ich es halt einfach leichter. Aber ich finde es gut, dass es leicht ist, auf dem Sinne. Eine einzige. Akazienholz, ich brauche dich doch. Man sieht nie die Setzlinge. Drei, okay, wir haben sie schon eingesammelt. Dann haben wir hier eben noch ein Dorf, was wir eigentlich schon erkundet haben, oder? Dann nehmen wir die hellblaue Blume hier noch mit. Und suchen mal Pokémon, wo wir wirklich trainieren können, also wo wir nicht gleich besiegt werden. Ich finde irgendwie das Karnimani jetzt momentan noch sehr schwach. Aus irgendwelchen Gründen, weil es einfach andere Pokémon gibt. Ja, leider. Also, sollten eigentlich im Startgebiet, also je weiter man weggeht, schwerere Pokémon geben. Im Startgebiet wirklich die Pokémon, wo man auch besiegen kann mit einem Level 5 Karnimani. Und ja, ich finde die Sounds so cool. Ey. Jetzt ist gerade eine Schmiede, ein Schmied am Amboss schlagen gewesen. Auch mit. Schade, dass NPCs nicht arbeiten von Pixelmon. Das könnte ich jetzt gebrauchen, dass es hier wieder angepflanzt wird. Jetzt haben wir eigentlich ziemlich alles. Rote Beete haben wir auch. Na du, bist du ein Trainer? Level 10. Immer noch keine Namen.
Bitte bau das auch bitte schneller ein als. Ja. Ist momentan macht. 10. Können wir, glaube ich, noch nicht so besiegen. Ah ja, der Bambus hier. Oh. Schaut euch mal diesen Bambus an, wie traumhaft geil der aussieht. Was ist es denn? Giant Temper Bambu. Okay. Ja, Temper ist schon cool. Es ja, gab ja mal so eine Zeit, wo Timber eigentlich sehr wichtig war. Also Timber ist eigentlich, es ist das Holz einfach, also ja, ein bestimmtes Holz. Und Kork? Ist Timber Kork? Hm, weiß es gar nicht. Muss ich wieder nachschauen. Haben wir, glaube ich, schon mal nachgeschaut. Bauholz, okay, ja gut. Das ist Holz. Ja, okay, es ist Bauholz. Also es ist wirklich zum Bauen. Bambus zum Bauen, so soll das eigentlich so stehen auf Deutsch. Anstatt von Timberholz. Aber das ist halt ein englischer Motto, das ist englisch beschriftet. So. Und ja, diese Bauholzzeit damals, wo sie ja, kolonisiert haben, brauchten sie einfach viel Bauholz. Und in Amerika hatten sie zwar ja schon Bauholz, aber meistens waren sie ja eher in der Wüste unterwegs, in Rocky Mountains und so. Da haben sie einfach diese Timberzeit gemacht, dass sie große Züge und so mit Holz befüllt haben. Ja, Blue Oak ist eigentlich ziemlich cool. Ich nehme es mal mit. Hallo? Hallo? Mod wirkt doch. Naja, bevor ihr fragt, ich habe jetzt noch einen Mod installiert, das ist der Pixelmon Extras. Er ist jetzt drin. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber dann können wir gleich mal noch kurz anschauen bei sag schon richtig. Chai, genau. Also Just Enough Item. Ja, leider ein Baum, der jetzt mal unten fliegt, das möchte ich natürlich nicht. Oh Gott, ist das ein Gigant. Ja, der Mod wirkt nicht so gut, weil die Bäume nicht an der Hand sind, also die Stämme. Das ist ein Hauptproblem. Da haben wir noch ein paar Blätter, die lasse ich. Aber den Baum möchte ich eigentlich schon ganz weg haben. Ja, jetzt klappt es wenigstens hier oben. Und ich falle. Ich finde das so geil, weil alles abgebaut wird. Auch wo man draufsteht. Ah. Bisschen cool. So, dann haben wir hier noch einen der schwarzen Blumen. Das ist schwarzer Lotus, genau. Jetzt habe ich es doch genau gewusst und habe trotzdem nachgeschaut. Urmi wird uns gehen. Hornlio wird uns nicht gehen. Ich habe ja. Danke, dass man immer sofort vergiftet wird. Einen Pokéball. Ich möchte gern ein Bibor diesmal nehmen. Als recht gutes Teammitglied am Anfang. So, Raserei. Cool. Ich glaube, das ist irgendwas schadet. Was schadet. Ich weiß es nicht genau. Mach ich einen Pilz, will ich hier lassen. Die wachsen ja in der Dunkelheit. So, den nehmen wir mit. Aha. Gibt's doch nicht, man hat immer sofort wieder Inventar voll. So viele Items. Vor allem der Plants-Mod macht natürlich schon echt viel aus. Ja, das muss ich zuerst schauen, was das überhaupt macht, Raserei, aber es macht wahrscheinlich die Defensive runter. Wurde erkannt. Ich werde wahrscheinlich. Ja, okay, ich habe ihn besiegt. Unglaublich. Müssen wir nicht haben. Ja, das andere brauche ich nicht, diese Bäre. Dann haben wir hier noch Cecil. Auch Cecil.
Ja, und dann sind wir wieder zurück. Oh, mega Waldvoltila. Hallo, Specki. Oh, Specki. Specki. Ich sag zu ihm, Specki, er will nicht mehr. Er will mich nicht mehr sehen. So, schön. Ah. Ein paar Sachen hier. Dass man sieht. Ach, wie geil. Ein Blue Orc. Sapling. Hier. Hier hin. Und der Timber verbarrikadiert sich hier. Ganz viel. Ja. Daga macht das gerne so viel. Noch eins dazu bekommen. Wunderbar. Und einen Baum, Dschungelbaum. Direkt mal bekommen. Oh, Dusselgur. Sehr schön. Also sehr erfolgreich, dieser Part. Und hoffentlich nicht zu lange. 31, ja. Bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss.